Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, remastered. Sehr, sehr remastered, denn es sieht jetzt so aus und nicht so. Was auch irgendwie ganz witzig. Komm, eigentlich müsste ich da hochspringen können. Da oben ist nämlich irgendwas, habt ihr gesehen? Da oben liegt was, da müsste ich eigentlich hochspringen können. Okay, ich probiere es nochmal. Komisch. Aber irgendwie muss ich da doch hochkommen. Irgendwo muss es hier ja weitergehen. Kann ich hier sonst irgendwas aus der Wand ziehen? Und warum ist da dieser komische Fleck mit Stroh? So, jetzt habe ich es hier platziert. Genau in diesem Fleck aus Stroh. Was bringt mir das? Ich komme mir gerade dezent doof vor, aber ich glaube, das ist gerade für diejenigen, die das Spiel in- und auswendig kennen, gerade eigentlich ganz lustig zu sehen, wie dumm sich der Floppy anstellt, weil er gerade überhaupt keine Ahnung hat, was er machen muss. Ja. Ich würde schon sagen, dass ich... Jetzt hat's Klick gemacht. Oh Gott, das hat jetzt gerade viel zu lang gedauert. Oh, ist mir das peinlich. Oh Gott. Ich bin ein richtiges Genie. Das hat jetzt echt gedauert. Und nochmal. Zieh. Und nochmal. Und. Okay, was liegt hier so? Ah, ich höre was. Da ist eine Vampirfledermaus. Okay. Ein Medkit! Und irgendwo flattert's. Da. So, da hoch. Da ist eine Fledermaus. Ah, ich kann gerade nicht viel sehen. Okay, ich habe mich nicht verletzt. Ah, hier bin ich wieder. Gut. Von da kam ich, ja. Kann ich dich ziehen? Nee. Hier war irgendwo die Tür. Ich merke gerade, dass das so das richtige Spiel für mich ist, weil ich mich ja in jedem Spiel verlaufe. Da ist so ein Labyrinth, Erkundungsdingens, echt cool. Und da geht's nach unten. Ja, da muss die Luft anhalten. Das speichere ich nochmal. Bevor ich jetzt hier...
Ich hab geladen, statt zu speichern. Nein! Oh, nee. Lara, was machst du mit mir? Ach, so ein Mist auch. Okay, dann jetzt wieder da hoch. Runter. Ich wollte ja erstmal schwimmen gehen. Dann machen wir das jetzt auch. Ist hier hinten irgendwas? Nee. Hier ist. Auswählen. Benutze erstmal den Schlüssel, bevor ich schwimmen gehe. Was haben wir denn hier? Ah, eine Falle. Nö, dann gehe ich doch erstmal Kamera. Dann gehe ich doch erstmal da schwimmen. So. Uiuiui. Ui, ui. Schnell. Oh, die Luft. Okay. Interessantes Becken. Was sind das für komische Schlangenstatuen? Die sind echt nicht hübsch. Okay. Die sehen einfach nur genauso aus wie früher, halt ein bisschen abgerundet. Okay, die waren schon im Original so hässlich. Was gibt's hier? Nur diese komischen Statuen. Ist hier unter Wasser irgendwas Besonderes? Irgendwas, das ich übersehen habe? Da geht's noch lang. Kam ich von da? Nee. Oh Gott. Ah, hier ist Licht. Und ein Hebel. Okay, da hoch, hoch, hoch mit dir, Lara, hoch. Okay, Luft. Ein Medkit. Da ist ein Hebel. Hebel. Jetzt ganz schnell.
Okay. Bin ich da oben schon lang gelaufen? Da sind auf jeden Fall. Ja, von da kam ich. Okay. Dann muss ich jetzt durch die Tür mit der Pfeilfalle. Die war ja hier. Nee, 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 nee. Orientierungssinn, Orientierungssinn. Ich hab keinen Orientierungssinn. Von da kam ich, also muss das hier irgendwo gewesen sein, theoretisch. Nee, auch nicht. Schwierig, schwierig. Ah, hier. Okay. Autsch. Das lief gar nicht so gut. Ach. Wolf. Viele Wölfe. Was sagt denn mein Leben? Muss ich mal ein kleines Medikit nehmen? Ja, komm, ich nehme ein kleines. Jetzt Ziel! Und wurdest gebissen. Okay, was ist das? Da ist ein Wasserbecken. Hier ist. Oh, das ist richtig schön gemacht hier. Okay, hier muss ich sagen, macht die Beleuchtung gerade so einen großen Unterschied. Guckt mal, so sieht das im Normalen aus. Und so im Remaster. Das Licht und die Lichtfarbe. Ach, ich muss sagen, das Tomb Raider-Theme ist schon richtig schön. Ja, der Soundtrack, der ist schon wirklich schön, dieses Lied. Da haben sich echt Mühe gegeben. Es hat so was Verträumtes und irgendwie aber auch so diesen kleinen Hauch von Abenteuer. Ich bin noch der Meinung, ohne Lara Croft. Kennt ihr noch aus den 90ern oder 2000ern? 90ern, 2000er, ich weiß gar nicht mehr. Es muss so um 2000 rum gewesen sein. Ende 90er, Anfang 2000er. Kennt ihr noch die Serie Relic Hunter? Das war doch einfach nur 1 zu 1 Tomb Raider und Tomb Raider Lizenz, oder? Oh, jetzt gerade auf dem kleinen Areal hier nervt es ein bisschen. Dreh dich mal um. Ja, nicht zu sehr umdrehen. Einfach nur, du sollst. Lara. Ups. Oh, Lara. Okay, ich muss da hoch. Abgeprallt. Abgeprallt. Ach. So. Jetzt nach hinten.
Das ist gerade gar nicht so ideal. Kannst du auch nach hinten springen? Ah, so. Okay. Nein, nicht darunter. Ach, Lara! Du sollst doch nicht planschen gehen. So. Okay. Ich speichere mal. Und ups. Ja, endlich. Okay, ist da unten irgendwas Interessantes? Ich soll mich eigentlich mal in Ruhe umschauen. Okay, da ist eine... Ah, okay, das ist derselbe Raum. Okay. So. Du bist auf die andere Seite und... Oh. Ja! Zieh dich hoch, Lara, zieh dich hoch! Da ist ein Hebel. Aber ich gehe erstmal hier lang. Nö, ich glaube, ich muss erst den Hebel drücken. Mal gucken, was der macht. Ich speichere erstmal. Aber ich muss sagen, ich spiele es ja jetzt gerade blind. Ich habe damals nur den vierten gespielt und auch nicht durch. Und dann halt Anniversary und Legend, aber halt auch nicht wirklich durch, zu meiner Schande. Da muss ich sagen, dass das Let's Playen ganz schön, weil du da irgendwie mehr den Antrieb hast, das Ganze auch durchzuspielen. Also ich muss gerade sagen, ich kann die Faszination verstehen. Ich bin gerade auch mega gecatcht von dem Spiel. Was hat sich jetzt aber jetzt getan durch den... Ach nee, habe ich den Hebel schon gedrückt? Habe ich noch nicht gedrückt, oder? Okay, jetzt hat sich da unten was geöffnet. Oh, da liegt ein Medkit. Jetzt hätte ich fast das Medkit übersehen. Das geht ja gar nicht. Es ist ein richtig gutes Spiel. Ich kann verstehen, dass es so einen Kult ausgelöst hat. Kann ich mich hier... Ja, ich kann mich hier sanft fallen lassen. Aber wie? Lara, jetzt lass mal bitte los. Lara, du kannst jetzt ruhig loslassen. Okay. Hier ist Munition. Kacke. Wenn ich Munition finde... Für eine Schrotflinte, also aus die Schrotflintenmunition, dann habe ich die Schrotflinte übersehen. Sag mir bitte nicht, dass ich Schrotflinte übersehen habe. Das wäre echt, Okay, da oben. Ah, ouch. Ah, das war jetzt gerade echt. Oh, da ist ein Medikit. Ah, das war gerade echt nicht klug von mir. Ah, okay, von da kam ich ja. Also bin ich jetzt hier im Kreis gelaufen? Ah nee, hier hat sich eine andere Tür geöffnet, eben durch den...
Nicht? Ich dachte durch den. Oh Gott, muss ich jetzt hier wieder lang? Ah, ich war zu langsam wahrscheinlich. Der Hebel da oben. Oh. Und wieder abgeprallt. Das ist wahrscheinlich so eine zeitgeschaltete Tür wieder. Weil die anderen Hebel, die öffnen ja auch immer die Tür nur für kurze Zeit. Ach, Lara, hüpfen! Nicht fallen, hüpfen! Lara? Nicht witzig. Du sollst. Jetzt spring doch mal. Genau so. Und dann springst du dahin. Jetzt raus aus dem Wasser. Willst du unbedingt weiter planschen? Hier. Raus aus dem Wasser. Brave Lara. Wobei ich guck mal, ob hier unten irgendwas liegt. Nee, da liegt nichts. Hätte ja sein können, also da mit Absicht runter, um mir zu zeigen, Floppy, du hast da die ganze Zeit was vergessen. Da liegt ein Medkit oder eine Schrotflinte oder was weiß ich. Aber nee. Ja, aber habe ich jetzt. Ich habe jetzt echt Angst, dass ich die Schrotflinte übersehen habe. Oh, und. Ach, Gott sei Dank nehme ich das gerade hier auf, mein Versagen. Ich hab doch Sprung gedrückt, Lara. Ich hab doch Sprung gedrückt. So, jetzt hoch. Dahin. Ja, in die richtige Richtung gucken. So, und hüpf. Arg. Kamera, du könntest gerade ein bisschen. Nicht schon wieder. Ich bin ja froh, dass das keine Stachelfalle ist. Es gibt ja. Es gibt Situationen, wo du das alles hier nicht so gemütlich machen kannst. Okay. Besser. Lara. Dahin. Hüpf. Braves Mädchen. Entschuldigung. Brave. Frau, die meinen vollen Respekt hat und eine anerkannte Archäologin ist und, egal. Ich respektiere dich als starke, unabhängige Frau. Lara. Aber du könntest ruhig öfter das tun, was du machen sollst. Wieso habe ich jetzt South Park im Kopf? Okay. Ich gucke hier erstmal. Hier muss es doch irgendwas anderes noch geben. Da
Oben ist aber offen. Geht der wieder hoch? Ich warte gerade mal, um zu gucken, ob der Schalter wieder hochgeht. Nee, der bleibt in der Position. Da oben müsste man irgendwie langkommen. Aber wie? Ich hüpfe nochmal hier runter. Da komme ich nicht. Aua. Das war dumm. Da komme ich nicht hin. Da komme ich auch nicht wieder hoch, oder? Nee. Das heißt, ich kann jetzt nur wieder runter und alles von vorne machen. Ah, jetzt ist hier die Tür offen. Hui. Okay. Ich speichere mal. Das wird doof, weil es ja direkt... Hoch mit dir, Lara. Aha. Soll ich da hoch? Nein, nein. Ach, Lara. Okay. Also schätze ich mal, dass ich dahin muss. Mist. Okay. Da lang. Und spring. Okay, dann springst du halt nicht. Dann fällst du einfach und tauchst und tauchst und tauchst. Im schönen azurblauen Wasser. Hüpf! Hüpf! Gut, gut. Okay, da oben geht's weiter. Ah, so geht das. Aha. Und hoch. Okay. Okay. Ja! Fledermaus. Erstmal speichern, ich hab's geschafft. Also speichere ich erstmal.
Gibt's einen Hebel? Den drücke ich mal. Ah, okay, der öffnet die Tür in der Mitte. Wo bin ich jetzt? Hier. Wieder Leben verloren. Nicht gut. Jetzt kann ich hier durch die Mitte durch. Es klingelt an der Tür, damit beende ich mal die Folge.